Das Kloster Moldovita zählt zu den schönsten Moldau-Klöstern der Bukowina im Norden Rumäniens. Die imposante Klosterkirche thront inmitten eines herrlichen Gartens und ist von 5 Meter hohen Mauern mit steinernen Wehrtürmen umgeben. In einem Nebengebäude des Klosters befindet sich heute ein Museum, das unter anderem von Stefan dem Großen persönlich gestiftet wurde. Inmitten dieser idyllischen Kulisse ragen die herrlich bemalten Mauern des Moldovita Klosters empor, das von einer heimischen Nonne einst treffend als heilige Schrift in Farbe bezeichnet wurde. Im Jahr 1532 ließ Petru Rares, Sohn von Stefan dem Großen, dem Initiator der berühmten Moldau-Klöster, ein neues Kloster bauen, das Maria Verkündigung geweiht ist. 5 Jahre nach Bau des Klosters waren die farbigen Kunstwerke in Rot, Blau und Gelb abgeschlossen. Zur selben Zeit wurde die Kirche mit Schutztürmen umgeben und bekam damit das Aussehen einer Festung. Dank seiner prächtigen Fassadenmalereien gilt die Anlage seit 1993 als Weltkulturerbe. Der Kirchenbau ist dreiteilig mit 5 Räumen. Unterschiedlich zu anderen Kirchen der Zeit fügten Moldauer Baumeister neue architektonische Elemente hinzu, wie die Vorhalle mit 5 großen Arkaden. Dieses Element findet man nur bei Kirchen, die in der Epoche von Petru Rares gebaut wurden. Das Gewölbe der Vorhalle im moldauischen Baustil hat die Form eines Kreuzes. Die Fresken der Vorhalle sind durch Witterungseinwirkung über die Jahrhunderte hinweg stark beschädigt worden. Nur der obere Teil der Malerei ist noch vollständig, an den Pfeilern sind teilweise nur mehr Fragmente erhalten. Szenen, die das Leben des heiligen Antonius erzählen sollen, sind nur noch teilweise vorhanden. In der offenen Vorhalle an der Hauptwand der Kirche ist das jüngste Gericht dargestellt, mit dem glutroten Fluss aus Feuer und dem Meer der Verdammten. Der künstlerische Aufbau dieses Freskos ist hervorragend gelungen. Es ist ein besonderes Kunstwerk der Malerei aus jener Zeit. Oberhalb der Eingangstür ist Maria mit dem Jesuskind zu sehen. Am teilweise stark beschädigten Gewölbe erscheinen Cherubine, Erzengel und Engel. Maria mit dem Jesuskind auf dem Thron und von fliegenden Engeln umgeben, ziert das Gewölbe des Vorschiffs. Zwischen den Strebepfeilern des sternförmigen Gewölbes sind die 6 Propheten dargestellt. Unter den Arkaden wird der orthodoxe Kalender von September bis April vorgestellt. Auch die Kirchweih-Ikone Maria Verkündigung und eine slawonische Inschrift sind zu sehen. Im nächsten Raum wird der Kalender mit den Monaten von März bis August fortgesetzt.
Hier befindet sich auch ein Bildnis des Abtes Avrami, zu dessen Zeit die Kirche bemalt wurde. Im Hauptschiff auf dem Gewölbe des Turmes ist Christus Pantokrat zu sehen. In den Apsiden ist das Herablassen des Heiligen Geistes und die Kreuzigung Christi nachempfunden. Auch der Leidensweg Christi wird festgehalten, der Kreuzweg, die Flucht aus dem Garten Gethsemane und der Heiland bei Pilatus. In den seitlichen Apsiden sind die heiligen Militärs genannt. An der gegenüberliegenden Wand wurden die Heiligen Kaiser Konstantin und seine Mutter Helena nicht vergessen. Die Ikonostase der Kirche besteht aus Holzschnitzereien, die bemalt und vergoldet sind. Der obere Teil der Ikonenwand stammt aus dem 16. Jahrhundert, wobei die Ikonen im Lauf der Jahrhunderte immer wieder ergänzt wurden. Die Malerei von Moldovita bewahrt in den Kompositionen byzantinische Einflüsse, Einflüsse der Renaissance, aber auch lokale Motive. Landschaften, Gebirge, Blumen, Trachten und geschichtliche Thematik wie die Belagerung Konstantinopels. Sehr detailgenau ist eine Szene aus dem Jahr 626 gemalt, als die Festung des historischen Istanbul einer Belagerung durch die Perser standhalten musste und der Legende nach durch ein Wunder der Jungfrau Maria gerettet wurde. Den moldauischen Künstlern gelang es, eine panoramische Ansicht der belagerten Festung mit starken Mauern darzustellen. Die zweite große Darstellung an der Fassade der Südwand ist der Stammbau Jesses, dessen Thematik die Lebensgeschichte Jesus schildert. Der Stamm wird an beiden Teilen von Anführern der 12 Sippen dargestellt. Weiters sind Fresken von Philosophen und klassischen Schriftstellern aus der griechischen Welt zu sehen. An den drei Apsiden der Kirche ist ein Ensemble dargestellt, genannt die himmlische und die irdische Kirche. Es folgen die Propheten, die Evangelisten und die Apostel. Sogar die Heiligen des Mönchsordens sind an der Außenfassade verewigt und das zeigt die enge Verbindung zwischen der siegreichen Kirche im Himmel und der kämpfenden irdischen Kirche. Die Bemalung von Kloster Moldovita vereint byzantinische mit lokalen Elementen und beweist dadurch, dass die Künstler der mittelalterlichen moldauischen Malerschule angehörten. Die moldauische Malerschule hatte einen hervorragenden Ruf und bestand ohne Unterbrechung bis Ende des 18. Jahrhunderts. Die kirchliche Bemalung ist ein Evangelium in Farbtönen, eine Tatsache, die in Moldovita hervorgehoben wird.